Hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario 3D World. Wir haben ein Höllenlevel vor uns und ich habe mich von meinen Power-Ups ein bisschen bewaffnet und musste tatsächlich in 4 Toadhäuser, bis ich was Gescheites bekommen habe. Vorher gab es nur Pilze für mich. Wir werden Mario nehmen. Okay. Eieiei. Ich kann mich genau an dieses Level erinnern. Halt, Moment, ich versuche jetzt mal ganz, ganz clever zu sein. Okay, das ist ein Gegner aus Super Mario Galaxy. So viel weiß ich. Allerdings weiß ich nicht, ob wir die so besiegen können. Der dachte sich wahrscheinlich kaputt, wie wir jetzt hier drüben stehen und noch nicht mal über die erste Plattform laufen. Ich mache es jetzt einfach mal. Oh Gott. So, untot. Ich meine, die gehen nur mit einer Stampferattacke. Down. So, schnell rüber. Ach du Kacke. Uiuiui. Oh, okay, das wird ein Spaß für die ganze Familie. Halt. Ich weiß nicht, ob wir die killen können, wenn wir eine Feuerblume haben, beziehungsweise wenn wir einfach nur einen Feuerball werfen. Okay, hier ist es jetzt noch ganz geschmeidig, aber ich glaube, es wird noch mächtig asozial. Ach du Gott, da geht's schon los. Ich würde gerne gucken, was in dem Block ist. Okay, es interessiert die gar nicht, wenn wir einen Feuerball werfen. Damit können wir die höchstens aufhalten. Okay, ich bin daneben gesprungen. Schnell wieder zurück. So, und hopp. Da ist der erste Stern, der ist auch gar nicht assi. Mario, du Depp, ey. Ich wusste, ich hätte da nicht so ein Kunststückchen machen sollen. Okay. So, jetzt mal ein bisschen mit Elan hier. Hier gibt es natürlich wieder nichts. Halt, hier warte ich nochmal. Okay, komm, Kamera, dreh dich. Okay, okay. Ah, das ist nicht die beste Kameraeinstellung, die ich gerade gewählt hatte. Die ist schon besser. Oh, komm schon, voll erwischt. Ich sehe jetzt erstmal zu, dass wir hier hochkommen. Ich sehe erstmal zu, dass wir hier hochkommen. Das hätte ich jetzt niemals gedacht, dass wir den Stern noch bekommen, ohne zu sterben. Ein Luma. Oh, süß, ein Luma. Oh, ein Luma. Luma anfassen. Hallo, Kleiner. Hey. Du hast nicht zufällig ein Power-Up für mich, oder? Wie Mario ihn auch anguckt. Süß. Gibt's hier irgendwas? Ja. Dankeschön, Nintendo. Ich würde gerne hoch, aber ich traue mich gerade nicht so richtig. Ich habe Angst, dass ich hier jetzt wieder in den Tod springe. Hier ist auch nichts. Okay, alles klar. What? Ah, okay, ich nehme auf alle Fälle die Seite. Und nehme auch gleich den Katzenanzug. Und go! Oh Gott! Alter! Hey, nicht! Oh was? Nein, jetzt die Katze weg. Ich glaube, die hätten wir gleich gebraucht. Ah, wegen euch Idioten, ey. Mario, was war das? Hätten wir da einen Weitsprung machen müssen? Jetzt haben wir wieder kein... Ja, ich weiß genau, was kommt. Pass auf, wir brauchen einen neuen Katzenanzug. So sieht's nämlich aus. Wir kriegen nämlich gleich einen Assi-Stern vorgesetzt, den wir, glaube ich, nur mit Katzen-Mario bekommen. Pass auf, ich war bis in Welt... Nee, Welt 4... Doch, Welt 4 war ich auch und habe das Toadhaus abgeklappert. Ich wurde in Welt 2, 3 und in Welt Bowser wurde ich über den Tisch gezogen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wahrscheinlich wird's hier genauso sein. Wir brauchen auf alle Fälle einen Katzen-Mario. Ich weiß, dass da ein Stern kommt, der nur mit Katzen-Mario zu holen ist, beziehungsweise nur mit dem Katzenanzug zu holen ist. Ich habe eben zuletzt das Kleine genommen. Ich nehme jetzt mal das Große. Oh, Gott sei Dank. Und wir nehmen Tanuki. Können wir die... Wie heißen denn diese Viecher, diese... Ach, ich keine Ahnung, wie die heißen. Können wir die vielleicht mit den, mit dem Boomerang töten? Ja, vermutlich nicht. Ich nehme mal Tanuki und ich nehme Katzen-Mario. Den Katzen-Mario müssen wir auf alle Fälle behalten. Es war dumm, den da einzusetzen. Es war wirklich eine dumme Idee. Und theoretisch wäre es vielleicht cleverer, wenn wir Toad nehmen, weil der der schnellste ist und da auch über die Plattform schneller rüberkommt. Na, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Ach komm, wir bleiben erstmal noch bei Mario. Ich werfe den Tanuki ein, der ist jetzt nicht so essentiell, aber
ist auf alle Fälle schon gar nicht so unwichtig. So, und hopp. So, schnell, 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 schnell. Au! Oh, voll die Ommel gestoßen. Okay, Hauptsache uns geht's noch gut. Okay, ich dachte, wir können die vielleicht zurückschleudern. Sonst noch Wünsche? Ja, das Level schaffen. Okay, rüber und springen. Alles klar. Ja, mit Tanuki Mario haben wir es ja auf alle Fälle ein ganz Stück einfacher, aber... Also es kommen noch echt miese Sachen. Wir haben ja gerade mal den einfachen Shit gesehen. So, und komm Mario. Komm Mario. Komm Mario. Der hat den Block einfach zerstört. Boah, dann kann ich mich ja instant töten. Ach, was soll das denn? Ich hab noch... Okay, ich hätte vielleicht noch eine Idee auf eine Kanonenkugel springen, aber es wäre blanker Selbstmord gewesen. So. Okay, die Katzenglocke setzen wir nicht ein. Rüber? Nee, halt. Ich hab's mir gerade anders überlegt. Jetzt rüber. Ah, der ist auch echt ganz schön nervig, der Stern da. Oh Gott. Oh Gott. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Okay, wir sind klein. Sollten wir hier noch ein Power-Up bekommen, wird's nur ein Pilz sein. Eigentlich haben wir jetzt schon keine Chancen mehr. Aber wir versuchen es natürlich. Okay, komm. Boah, voll in die Fresse. Okay, komm. Komm, Mario, konzentrier. Boah, das war glücklich. Das war glücklich. Ich habe ja schon vorgewarnt, es wird eine Katastrophe. Es wird... Es ist ein absoluter Horrorlevel. Der bleibt uns erspart. Und hoch. So. Dieser Stern, der macht mir echt Kopfzerbrechen. Und hört er mal auf zu schießen da? Ist aber eine Frechheit. Okay, wenn wir jetzt hier... Okay, sind wir. Und jetzt schnell rüber. Alles klar. Den Stern haben wir schon mal. Boah. Und och, komm schon. Was macht er denn? Ey, weil der unter dem Block steht mit seiner Rübe oder was? Ja, Kackmünzen, ey. Nee, ich werde die Katzenglocke jetzt nicht nehmen. Wenn die wieder weg ist, dann fangen wir wieder an, zum Toadhaus zu rennen. Nein, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht. Das sah awesome aus. Ich wusste jetzt nicht, ob ich lachen oder schreien soll. Okay, der Gold-Tanuki. Es ist soweit. Wir sind offiziell als Trottel gestempelt. Aber das waren wir auch vorher schon. Den hatten wir ja schon in einigen Level. Aber wir sind jetzt... Wir müssen die Katzenglocke behalten. Ich verspreche, da kam... Ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, da kam eine richtig fiese Stelle, wo man den Katzen-Mario braucht. Beziehungsweise den Katzenanzug braucht. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen wahnsinnig. Okay, hat auch gut funktioniert. Vielleicht mit zu viel Respekt an das Level rangegangen. Könnte ja auch sein. Okay, Stern, rüber. Okay, Eigenart. Euch Viecher. Bam. Hallo, Luma. So, hier gibt's wieder ein paar Münzen. Okay. Und go. 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 Jawohl. Halt, halt, Mario. Mario. Okay, das ist auch sehr, sehr... Boah, alter Falter. Und hier muss man jetzt mit einem Weitsprung drüber, mit einem Vibes-Sprung. Nee, pass auf, schlechtes Timing. Da müssen wir... Mario, dieser Kack-Weitsprung, ey, das ist nicht wahr! Da reicht auch ein normaler Sprung, wenn wir ordentlich Schmackes drauf haben. Also wenn Mario sich dann mal bequemt, das zu machen... Nö, er macht eine Stampferattacke. Ich meine, es macht überhaupt gar keinen Sinn, an der Stelle eine Stampferattacke auszuführen. Mario macht's einfach. Na klar, Mario macht das einfach. Warum auch nicht? Das ist ja einfach nur ein schlechter Scherz, ey. Ich meine, was soll denn das? Okay, das war... Ja, ach, fick dich doch. So. Kriegen wir den jetzt hier noch irgendwie... Ja, komm. What the fuck? Und so einen Scheiß überleben wir, oder was? Normalerweise hätten wir jetzt... Ja... Wir werden keine Gelegenheit mehr haben, an den Stern zu kommen. Ja, ich habe mich jetzt töten lassen.
Meine Güte, und die Leben schmelzen dahin. Es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen! Weitsprung nicht gemacht hat. Ich glaube, das wird uns noch das ein oder andere Leben in der gesamten Welt kosten, wenn wir denn überhaupt weiterkommen. So, hier rüber, hier rüber. Ja, pass auf, hier werde ich jetzt trotzdem mal rüber. Scheiße. Ach, oh, Mann! Ich weiß nicht, ob da links ein Power-Up drin ist. Ich glaube nicht. Also wir bekommen hier in dem ganzen Level kein Power-Up bisher, warum sollte da eins drin sein? Und die Blockspring-Geschichte mit dem Stern, die ist schon waghalsig genug. Ich weiß nicht, warum ich das da auch nochmal riskieren sollte. Das ergibt gar keinen Sinn für mich. So. Ach komm, ja. Ja, jetzt bin ich aber auch überhastet. Bin ich aber auch viel zu überhastet. Pass auf, wir machen es jetzt. Ich sag jetzt lieber nicht, was ich gerade sagen wollte, weil dann lacht jeder. Okay. Ich wollte sagen, wir machen es einfach jetzt mit Sinn und Verstand und ganz in Ruhe. Riskieren hier nichts großartig. Ich meine, es kann ein paar Mal gut gehen, das sieht natürlich geil aus, wenn wir denn hier einfach so über die Plattform jumpen, aber am Ende kostet es uns Leben und das muss wirklich nicht sein. Klar, haben wir genug, aber... So. Hier hoch jetzt. Holen. Rüber. Uns wieder treffen lassen. Uns wieder bei dem Scheiß treffen lassen. Okay. Das war Wahnsinn. Töten. Ich heule gleich ganz, ganz dolle los. Bei so einem Lushi-Gegner, da springe ich zu früh. Das ist aber auch gerade einfach nur, also nicht nur noch, aber es ist auch viel Mentales gerade dabei. Ich meine jetzt, ich habe es ja auch vorher gesagt, das ist ein absolut furchtbar schwerer Level. Und habe mich da selber ein bisschen mit fertig gemacht. Was war das denn für eine Aktion? Jetzt fliegen von hinten solche Dinger. Okay, komm. Mario? Och, du bist ein Wahnsinniger, Alter. Euch Viecher, ey. Sollten wir jemals nochmal ein Level mit vielen von denen haben, werde ich die alle umbringen. Ich werde sie alle umbringen. Ah, okay. Halt. Okay. So, so. Und jetzt bam, bam. Ich habe nicht gesehen, dass die Box auf der anderen Seite ist. Okay, wir haben die Katzenglocke aber noch. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen bei Laune gerade hält. Und ich weiß nicht, was dahinter noch für krasser Scheiß kommt. Ach komm, das war jetzt einfach nur unfair. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Konzentrieren uns aber auch nicht richtig. Also ich konzentriere mich auch nicht richtig. Ist jetzt durch. Ich habe jetzt gesagt, das ist ein Scheißlevel und schaffen es in 1000 kalten Jahren nicht. Und jetzt haben wir den Salat. Ja, komm. Ist egal, wann ich hier rüber renne. Die Stelle ist eh asozial. Okay. Oh, cool. Das ging relativ einfach. Ich lasse ihn jetzt mal in Ruhe. Halt, nein, ich lasse ihn nicht in Ruhe. Wir müssen ja hier immer noch rüber rennen. Okay, komm. Die Stelle machen wir tatsächlich gut. Also da hätte ich gesagt, dass es durchaus schwieriger wird. So, hier lasse ich Mario mal ausstrampeln. Boah, und komm. Schafft man das in einem Zug, wenn wir jetzt hier losrennen? Das kann man schaffen. Okay, Achtung, gleich geht's los. Ja! Halbzeit! Eine Halbzeitfahne!
Woo! Oh Gott, ist das toll. Ach so, wenn wir jetzt aber die Katzenglocke verlieren. Oh Gott. Ist da links was? Ach du Scheiße. Ich werde die vorher alle töten, bevor ich hier irgendwas mache. Ja, da oben links ist diese Stelle, die ich meine. Und die ist mir noch gut im Gedächtnis geblieben. Fick dich! Entschuldigung. Zu klein. Ich kann die Katzenglocke nicht einsetzen. Ich will die da oben behalten. Den auch gerade wieder treffen müssen. Okay. So, jetzt Schilder. Oh, Timer ist abgelaufen. Entschuldigung. Hä, ich habe doch den Ton aus. Warum klingelt das Telefon, wenn der Ton aus ist? Na gut. Entschuldigung. So, und hier ganz, ganz oben. Ich weiß nicht, wie man da rankommen soll. Außer mit einer Katzenglocke. Da, natürlich ist da der Stempel. Der Stempel ist immer besonders asiv versteckt. Oh, wir hätten den erst einsammeln sollen und dann die Halbzeit berühren. Oh, ich bin so ein Depp. Okay, was kommt da jetzt wieder Krankes? Ernst. Und der Stern da hinten. Sieht jemand den Stern? Das ist ja wohl der absolute Wahnsinn. Den muss man holen und dennoch zurück. Oh, um Gottes Willen. Das schaffen wir niemals. Niemals schaffen wir das. Ich wollte hier gerade sagen, das sieht relativ einfach aus, aber ich halte lieber meine Klappe. Ich weiß, ich könnte da rüberspringen ganz locker. Ich werde hier aber nichts riskieren. Ich sage nur, keine Risikosprünge, verdammte Scheiße. Pass auf. Jetzt war ich geschlafen. Was ist denn los mit mir manchmal? Okay, der fängt jetzt an zu schießen. Finde ich natürlich nicht so nett. Ja, komm ey, jetzt wo ich mich gerade beeilen wollte. Bäm. Okay, jetzt sind wir nur noch normaler Mario. Zwei Wege, da oben geht's weiter. Brauchen wir den Stern. Wir können das Level natürlich erstmal so abschließen und ich hole den Stern später. Draußen wird es bedrohlich dunkel gerade. Sieht nach Unwetter aus. Ach, komm schon. Wie machen wir es? Scheiße. Ja klar, ich weiß, ich muss jetzt was machen. Ich warte, geht sofort los. Da ist der Spinner. Dann erstmal hier rauf. Hä? Mario springt dagegen, ist das ein Witz oder was? Mario springt dagegen. Mario springt wirklich dagegen. Ich habe mich auf alles konzentriert. Ich habe versucht, an alles zu denken. Ich habe nicht daran gedacht, dass Mario ja dagegen springen könnte. Nein, warum denn auch? So. Scheiße, das geht mir nicht auf den Sack, alle. So, jetzt nochmal hier. Jetzt nochmal hier. Jetzt holen wir den beschissenen... Stern. Ja, komm, Mario. Ach, krass. Sieh mal einer an. Schaffen wir niemals. Wir sind da auf die rote jetzt hoch, ne? Jetzt hier hoch. Kommt da noch einer, der auf uns ballert? Ja, natürlich. Okay, der kommt aber nicht so weit. Ist jetzt hier das Ende. Den Stempel muss ich denn. Den hole ich halt so. Hallo Rosalina. Hallo Rosalina, hallo Luma. Lass mal den kleinen Luma streichen. Oh, süß, wie der sich freut. Können wir Rosalina? Oh, Rosalina. Ah. Oh, oh. Rosalina. Können wir eigentlich auch Mario berühren? Können wir? Ja, können wir. Wir können Mario streichen. Aber wir kriegen dafür natürlich nichts. Ja, Assi-Level, was du ja hast. Naja, egal. Pass auf. So, wir haben es aber geschafft. Wir hätten es, das war auch das, was ich ja schon so oft angesprochen habe. Wir hätten das Level auch früher geschafft. Aber nicht, wenn ich alles mit einmal einsammeln will. Und das ist ja irgendwo immer so ein bisschen mein Ziel, beziehungsweise mein eigener, naja, nicht Anspruch, aber das nehme ich mir so immer ein bisschen vor. Ja, ich weiß, das geht nicht immer und dadurch... sterben wir natürlich viel, aber... Und am Ende muss ich jetzt trotzdem den Stempel holen. Das ist natürlich sehr, sehr asozial. Aber wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Mal gucken, was kommt da.
Okay, es sieht nicht ganz so krass aus. Du kannst nun auch als Rosalina spielen. Machen wir auch im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich gehe jetzt nochmal in den Höllenlevel. Tschö.